Die chinesische Weltraumbehörde hat die Kontrolle über ihr Labor Tiangong 1 verloren. Die Raumstation bewegt sich seit März 2016 unkontrolliert auf die Erde zu. Jetzt steht endlich genauer fest, wann die Station auf die Erde stürzen wird. Doch selbst durch die verbesserten Informationen können immer noch keine genauen Vorhersagen gemacht werden. Also, wie ist die Lage jetzt in Klicks und Science Fiction? Herzlich willkommen. Weltraumschrott beschäftigt uns ja immer wieder, aber Tiangong 1 ist ein besonders großer Brocken. Übersetzt heißt die erste chinesische, nicht dauerhaft bemannte Raumstation so viel wie himmlischer Palast. 8,5 Tonnen schwer, etwa so groß wie ein Linienbus und ausgestattet mit einem 14 Kubikmeter großen Labor sowie einer kleinen Wohnecke für die Besucher von Tiangong 1. In den letzten Jahren hat das Raumlabor mehrere Kopplungsmanöver mit chinesischen Raumschiffen der Shenzhou-Reihe hinter sich gebracht. Doch schon 2016 war Tiangong 1 wohl außer Kontrolle geraten. China kann das Labor schon seit März 2016 nicht mehr steuern. Die Folge: Tiangong 1 bewegt sich seitdem unkontrolliert auf die Erde zu. Im Oktober kreiste die Station nach chinesischen Berechnungen wohl noch in einer mittleren Höhe von etwa 311 Kilometern. Im Mai davor waren es noch 350 Kilometer und jetzt sind es nur noch 212 Kilometer. Regelmäßig gibt es dazu Status-Updates aus China. Ab einer Höhe von 200 Kilometern wird die Station deutlich schneller durch den Luftwiderstand abgebremst und das steht jetzt ganz kurz bevor. Jetzt gibt es aktuelle Berechnungen, wonach Teile der chinesischen Raumstation schon bald auf die Erde stürzen werden. Das Zeitfenster wird immer enger und es wird jetzt zwischen dem 30. März und dem 2. April liegen. Das hat die ESA, die Europäische Weltraumagentur, berechnet. Es ist nicht das erste Mal, dass wir uns mit Weltraumschrott beschäftigen müssen, weil er auf Kollisionskurs mit der Erde ist. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch, 1991 fielen Bruchstücke der sowjetischen Raumstation Saljut 7 auf Argentinien herab. Menschen wurden nicht verletzt. Weltraumexperten und Expertinnen fordern immer wieder, dass ausgediente Stationen und Satelliten direkt im Weltraum recycelt werden, anstatt sie weiter mehr oder minder unkontrolliert auf die Erde stürzen zu lassen. Tja, für Tiangong 1 gilt das auf jeden Fall nicht. Im September 2011 hat China Tiangong 1 ins All geschickt und jetzt nach 7 Jahren stürzt die Station mit ihren 8,5 Tonnen Gewicht auf die Erde. Eigentlich sollte sie kontrolliert zum Absturz gebracht werden, aber dann brach der Funkkontakt ab. Die Station ist nicht mehr steuerbar und stürzt jetzt eben unkontrolliert auf die Erde. Dabei wird ein Großteil verglühen, aber 30% wahrscheinlich nicht. Alles, was aus Edelstahl oder Titan gefertigt ist, wird unweigerlich auf der Erde landen. 2 bis 3 Tonnen dürften das im Fall von Tiangong 1 sein. Doch das Risiko, getroffen zu werden, scheint extrem gering zu sein. Zitat: Die Wahrscheinlichkeit, von einem Trümmerteil verletzt zu werden, ist so hoch wie die Möglichkeit, 2-mal in einem Jahr von einem Blitz getroffen zu werden. So Holger Krag von der ESA. Bislang wurde noch kein Mensch von einem Trümmerteil getroffen. Es gibt einfach zu viel Wasser und Wüsten auf der Erde und dort stürzen jedes Jahr, Achtung, 70 bis 80 Tonnen Weltraumschrott auf die Erde, so Holger Krag im Spiegel. Wow, das finde ich jetzt echt schon eine Menge, aber bisher ist es ja noch gut gegangen. Aber wo die Station jetzt runtergehen wird, das kann auch heute noch niemand sagen. Sie umrundet ja die Erde in nur 90 Minuten. Das heißt, dass nur wenige Minuten darüber entscheiden, wo sie genau herabstürzt. Nur eins ist sicher, hier in Deutschland sind wir auf keinen Fall betroffen. Auf Mallorca, da könnte sie schon stürzen, denn sie pendelt über die Erde zwischen dem 43. Grad südlich und dem 43. Grad nördlich. Und überall zwischen diesen beiden Breitengraden kann die Raumstation abstürzen. Erst quasi nur wenige Stunden und dann genauer Minuten vor dem Absturz kann die genaue Stelle bestimmt werden. Wobei, Stelle ist auch so eine Sache. Es wird damit gerechnet, dass die Trümmer in einem 50 Kilometer breiten Streifen mit einer Länge von bis zu 1200 Kilometern auf die Erde prasseln werden. Sobald ich etwas weiß, werde ich es euch auf WhatsApp schicken. Da erreichen euch die Nachrichten ja sofort und garantiert. Wenn ihr also nichts verpassen wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr von mir auch vor allen anderen vom neuesten Video. Garantiert, ihr könnt dort direkt über mich in der Redaktion von Klicks und mitmachen und mir Themen vorschlagen oder an Abstimmungen teilnehmen und mitbestimmen, was hier bei Klicks und passiert. Der direkte Draht zu mir, einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der genau Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufdrücken: Weltraumschrott, das Ende der Raumfahrt droht. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.